Lale ist zu uns im Studio gekommen. Guten Morgen. Was für ein schöner Start in den Tag mit dem Nebel. Hat ja irgendwie was sehr Idyllisches, Romantisches. Mhm. Aber wie wird denn das Wetter jetzt? Also können wir uns wirklich jetzt auf den goldenen Herbst freuen? Du darfst dich freuen. Uns erwarten ein paar wirklich schöne Tage. Ich persönlich habe ja eher damit zu kämpfen, dass sich der Sonnenaufgang so spürbar nach hinten verschiebt. Und ihr werdet das nachvollziehen können in der Frühschicht. Berlin, Sonnenaufgang heute um 7.47 Uhr. Es sind noch gut 20 Minuten Dunkelheit. Ja, wir sehen eh nichts davon. Also wir sind ja hier. Um 7.47 Uhr müsstest du eigentlich auch wieder hier bei uns sein. Das stimmt, dann berichte ich vom Sonnenaufgang. Wenn wir mal mit unserer Dachkamera gucken, wie schön er ist. Oder? Oh ja, das können wir machen. Ja? Weil wenn die Sonne aufgeht, dann wird es richtig schön. Der goldene Oktober hat es sich gemütlich gemacht und bleibt noch ein bisschen. Herzlich willkommen beim Wetter. Denn wir haben wunderbare Vorzeichen. Heute liegt ein Hochdruckgebiet direkt über uns. Im Hoch sinkt dann die Luft ab, es wird dadurch wärmer und es wird verhindert, dass sich Wolken bilden. Mehr Platz also heute für Sonnenschein bei uns. Außerdem bleiben die Ausläufer der Tiefs weit von uns entfernt auf dem Atlantik. Heute Morgen hält sich der Regen der letzten Nacht noch im Süden. Am Bodensee und im Alpenvorland schauert es etwas, aber ganz klar mit nachlassender Tendenz. In der Mitte des Landes ist es heute Nachmittag nur noch gering bewölkt und im Norden ziehen nur ein paar Schönwetterwölkchen durchs Land. Von Sachsen über Nordhessen bis zum Rhein-Main-Gebiet dürfen Sie sich also über viel Sonnenschein freuen. Nördlich und südlich des Sonnenstreifens ist es heiter und im Süden von Bayern haben wir eben die dichteren Wolken mit dem angesprochenen Regen. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 9 Grad am Alpenrand und 17 Grad in Magdeburg und Köln. 15 Grad sehe ich in Kiel, in Hamburg und auch bei uns in Berlin. München hinkt heute etwas hinterher wegen der dichten Wolken. Hier haben wir nur 12 Grad. Das Oktoberhoch zeigt sich stabil und sorgt auch in den kommenden Tagen für viel Sonnenschein. Am Freitag ziehen dann im Westen Schauer auf. Am Samstag ist auch der Süden betroffen. Aber die Niederschlagsmengen bleiben hier gering. Dabei bleibt es auch noch mild. Am Freitag gibt es regional sogar noch mal 20 Grad. So, Lale, und unsere Regie-Crew, also Nima, Thomas, Maren und Antje machen es jetzt möglich. Wir wollen jetzt mal auf unsere Dachkamera schauen. Dann schau dir mal diesen Sonnenaufgang über Berlin an. Wir haben es in den vergangenen Tagen auch mal wieder gezeigt. Wow, sieht toll aus, oder? Schön. Das ist Live-Fernsehen, das liebe ich wirklich. Ja, das sind die besten Vorzeichen für diesen Tag. Ich freue mich. Ach, Lale, wir freuen uns eh, dass du da bist.